Moin moin und herzlich willkommen bei Phil TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir sind für euch nach Bochum gefahren. Ganz genau ins Riff, wie ihr schon da hinten seht. Denn hier spielt heute Gregor Meile und seine Band. Gregor Meile kennt ihr von Stefan Raab und seinem TV Total Contest. Er hat den zweiten Platz gemacht, ganz knapp nach Stefanie Heinzmann. Wir sind aber nicht wegen Gregor hier, denn Gregor hat einen super Support Act, nämlich Steve Savage. Der kommt aus Amerika, ganz genau aus Nashville, Tennessee, und der hat uns eingeladen. Den werden wir jetzt besuchen. Ihr seid dabei, wir schauen hinter die Kulissen. Kommt mit! So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind im VIP-Bereich, haben so ein fantastisches Bändchen. So ein schönes Bändchen gibt es nur hier im Riff, aber wegen dem Bändchen bin ich nicht hier, wegen dem Essen bin ich auch nicht hier, normalerweise schon. Aber jetzt ist er bei uns. Hier steht er direkt neben mir. Steve! Hey, that's me. Steve Savage Steve aus Savage. Amerika. Ja. Du bist der Support von Gregor Meile. Mhm. Und ihr seid ja jetzt 2 Wochen auf Tour zusammen. Yeah. Wie ist es für dich, von Gregor Meile Support Act zu sein? Ja. Oh, super. Es ist eine gute Erfahrung. Es ist cool. In English it's really great to be here. And we used to play with Greg on other tours. And now I'm playing opening for him and it's really cool to be together again. So. Also das heißt, ihr kennt euch schon eine ganze Zeit und ihr habt auch schon zusammen auf der Bühne gestanden. Yep. Okay. Yeah. Also es ist ja ganz interessant, dass Steve jetzt quasi mit Gregor wieder auf Tour ist, aber das ist natürlich nicht alles, denn Steve ist eigentlich mit seiner Band auch on Tour. Yeah. Wie heißt seine Band? Beggar's Fortune. Yeah. Is what it's called and we're off tour we're off tour like next month and going through Germany and some other places, Holland, Switzerland, wherever. So, also ist es so, dass du halt quasi solo on tour sein kannst, aber auch mit deiner Band? Yeah. Also ist es immer so ein, du entscheidest dich spontan just, oder wie ist es dann? Yeah, it's just spontan. It's just like whatever the gig allows, if you will. Whatever the situation allows. So, okay. Yeah, man. Das wievielte Mal bist du jetzt in Deutschland und wie gefällt es dir vor allem hier in Deutschland? Super, es gefällt mir super. Es gefällt mir gut und mein Handy klingelt. Und And so, it's just really cool, man. I love it every time I'm here. It's a fun time. I got good friends, good people, good support and it's fun. So. Ja, ich sehe auch schon deine Maskenbildnerin, so wie es ist, kurz vor dem Auftritt. Deine Maskenbildnerin muss jetzt wahrscheinlich nochmal über dich drüber rutschen. That was a little fast for me. One more time. Ja, es war auch nicht so wichtig, das ist gut, dass wir das verstanden haben, denn das sind immer unsere Vorzüge, dass wir Deutsche noch mal ein bisschen Späße dann über die Amerikaner machen können. Steve, ja, wir wünschen dir alles Gute für deinen Auftritt jetzt gleich. Okay. Und enjoy it. Okay. Have fun. I will. Und wir sehen uns einfach später noch mal. Wir schauen uns dein Konzert natürlich an. Ja, yeah, cool. Und für euch zu Hause gibt es natürlich einen Song für euch, ganz privat, den dürft ihr euch gleich anschauen. Dann melden wir uns wieder, wenn es gleich losgeht. Steve geht auf die Bühne und wir sehen uns gleich. Sometimes things get heavy, baby. Sometimes things go light. Shouldn't mean to make you cry, but I know I did tonight. Sometimes things go up, now they come back down, alright. Shouldn't mean to make you cry, but I know I did tonight. Now, I didn't mean to make you cry. Why would I? Why would I? I didn't mean to make you cry. Why would I? Why would I? Sometimes things go over, sometimes things go nice. Sometimes things get heavy, nah, don't turn out alright, nah. Sometimes things go up, now they come back down, alright. Shouldn't mean to make you cry, but I know I did tonight. I didn't mean to make you cry. Why would I, why would I? I didn't mean to make you cry. Why would I, why would I? Of all the people in the world I know,
Sometimes things get heavy, baby. Sometimes things go light. Sure didn't mean to make you cry, but I know I did tonight. Sometimes things go up, now they come back down, alright. Sure didn't mean to make you cry, but I know I did tonight. Now, didn't mean to make you cry. Why would I, why would I? I didn't mean to make you cry. Why would I, why would I? I didn't mean to make you cry. Why would I? I didn't mean to make you cry. Why would I, why would I? Ja, Jungs, yeah. Das war euer Konzert. Wie war es bei euch? Ja, yeah, es war super. Die Leute waren Zeit super und ja, es war cool. War sehr cool. Wie war es für dich, Felix? Ja, für mich war es auch einmalig. Echt, echt herrlich. Heute das erste Mal mit Steve auf der Bühne. 3 Stunden geprobt dafür. Es war sehr gut. Yeah, man. Und am Ende war ja dann noch Gregor dabei. Das war ja nochmal Premiere really wahrscheinlich, great oder? Great moment. Great moment. We had fun together. Great moment together, yeah. So. Also es kam sehr gut an, ihr habt fantastisch gespielt, es war eine fantastische danke. Show, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Danke. Und ich hoffe, dass wir viel, viel mehr von euch hören. Ja. Yeah. Wenn ich man euch hören möchte, dann haben wir hier noch Beggar's Fortune. Yeah. Das ist eure Band. Ja, das ist. Beziehungsweise deine Band. Felix ist ja quasi Gast auch heute hier. Yeah, he was, Du bist nicht nur Gast bei Gregor, sondern Felix ist auch nochmal Gast-Gitarrenspieler bei dir. Man. Aber Beggar's Fortune ist die Band von Steve Savage. Sind mit Sicherheit dieses Jahr auch nochmal, 2018 seid ihr mit Sicherheit nochmal in Deutschland. Yeah, we're playing here again. It's come like Juni and in Juli. And yeah, look for us, please. Genau. Also wenn ihr nochmal Informationen über Beggar's Fortune haben möchtet, dann geht ihr einfach www.beggarsfortune.com oder myspace.com/beggarsfortune. Exactly. Ja? Genau so. Auch ein bisschen schwierig auszusprechen alles, ne? Yeah, das ist wie meine Deutsch. Warum kannst du so gut Deutsch? Weil ich habe viel geübt. Ein Streber. Von den Amerikanern können wir viel lernen. Yeah, and I can learn a lot too from the German. Hat er schön gesagt. Das waren auch die Abschlussworte. Das war PhilTV. Wir hoffen, dass wir uns demnächst wiedersehen bei YouTube oder wo auch sonst. Wir freuen uns. Also Jungs, herzlichen Dank für euch. Beggar's Fortune. Ja, cool. Bis danke. Demnächst. Ciao. Ciao. Why would I, why would I?